Hey Leute, hier ist wieder Timo von Timos Mudding Chamber zurück mit einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch heute mein fertiges Produkt, den LanBoy von Arntech, zeigen. Und ja, das Ganze gestaltet sich ein wenig in Tarnfarben, wie ihr das unschwer erkennen könnt. Und ja, so schaut das Ganze halt aus. Ich zeige euch einmal die Front, die ich wie angekündigt in meinem letzten Video auch etwas verändert habe. Diese sieht nun so aus. Die drei Laufwerkschächte, die ich an sich auch nicht wirklich belegt habe, und meine selbstgemachte Front, besetzt mit einem 120 mm Lüfter. Und ja, das Ganze ist dann auch im Betrieb beleuchtet, auch grün, passend zum Gehäuse. Und ja, ich würde als erstes mal sagen, wir schauen uns mal das Ganze von innen einmal an. Und dazu löse ich einfach mal hier die drei angezogenen Schrauben. So. Und Deckel auf. So schaut das Ganze aus. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ich hole mal die Kamera ein wenig näher ran. So. Und was wir sehen, sind schon mal Schläuche gefüllt mit grüner Flüssigkeit. Diese sind dafür da, um die Grafikkarte zu kühlen. Aber ich würde einfach einmal sagen, was ich so verbaut habe. Und zwar als erstes können wir hier sehen den Arntech Kühler. Das ist der Kühler 650, beziehungsweise heißt das Ding Arntech Kühler H2O 650. Da habe ich auch die Schläuche mit dem Stoff bezogen, wie man das unschwer erkennen kann. Und ja, so schaut das dann aus. Des Weiteren habe ich verbaut als Basis das Mainboard, das Asus Saver Tools Z97 Mark 1, schimpft sich das, genau. Und als Grafikkarte habe ich hier die AMD R9290X von VTX. Und als Netzteil ist verbaut ein, ich zeige euch das auch mal so ein bisschen, das Netzteil ist dieses hier, das ist das EarthWatts von Arntech, auch 650 Watt. Und ja, des Weiteren könnt ihr hier sehen den Ausgleichsbehälter und die Pumpe. Dieser Kreislauf ist nur für das nur für die Grafikkarte und wird gekühlt mit einem 240 mm Radiator. Der befindet sich hier oben, das ist dieser, bestückt mit 4 Noise-Blocker Lüftern. Und ja, so sieht das dann aus. Des Weiteren habe ich hinter dieser Tür hier eine Lüftersteuerung verbaut, eine von Seite. Das ist diese hier. Und ja, ich würde sagen, ich drücke einfach mal die Power-Taste und wir schauen uns das System im Betrieb einmal an. So, jetzt könnt ihr sehen, hier vorne grün beleuchtet. Und die Pumpe startet nicht so. Jetzt startet auch die Pumpe, die war runtergedreht. Ja, so kühle ich also mein System. Hole euch mal noch ein Stückchen näher ran. So. Und ja, des Weiteren verbaut habe ich die Avexir Blitz 1.1 in grün. Das sind diese hier. Diese schönen grünen Blinken. Und ja, so schaut das Ganze aus. Auch die Kabel habe ich hier teilweise mit dem Stoff bezogen, wie auch das Gehäuse. Auch die Kabel an der Grafikkarte. Könnt ihr die erkennen, ja. Hier gehen die Kabel an die Grafikkarte. Des Weiteren verbaut habe ich zwei SSD-Festplatten. Einmal fürs System und einmal für Spiele wie Battlefield oder auch The Crew, welche ich sehr gern spiele. Und ja, so sieht das dann aus. Ich zeige euch dann nochmal so ein bisschen. So sieht das aus. Die Schläuche gehen durchs Gehäuse, an der Rückseite nach oben an den Radiator.
Und das Ganze startet natürlich am Ausgleichsbehälter in die Pumpe und von dort aus als erstes in den Radiator, aus dem Radiator zurück in die Grafikkarte und wieder in den Ausgleichsbehälter. Die ist also mein Kühlkreislauf, der nur für die Grafikkarte zuständig ist. Und ja, so sieht das halt aus. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr hier seht. Und wenn es euch gefällt, dann kommentiert doch mein Video oder lasst einen Daumen da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, darüber freue ich mich sogar noch mehr. Und ja, soweit also zu meinem LanBoy Air Projekt. Dieses ist hiermit dann abgeschlossen, also fertig. Und ja, seid gespannt, das nächste Projekt ist in Planung, es ist auch schon eine ganze Menge hier. Und ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Als nächstes würde ich sagen, gibt es erstmal ein paar schicke Bilder zum neuen Projekt. Und das Ganze wird ein bisschen aufwendiger als das, was ich hier gemacht habe. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch den Daumen gerne nach unten machen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, immer her damit. Ich bin für alles offen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Timo von Timos Modding Chamber. Ciao.